Hallo und herzlich willkommen zu einem eher relativ kurzen und spontanen Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Natürlich abonnieren und liken im Voraus nicht vergessen. Ja, und zwar viele, es ist eigentlich relativ einfach, aber viele wissen es trotzdem nicht. Und zwar, wie installiert man, jetzt habe ich hier natürlich immer so ein Ding rumbammeln, daneben, wie installiert man Mods in Minecraft PE? Das fragen sich relativ viele. Und ja, dafür braucht ihr eigentlich erstmal nur eine App. Wir gehen gerade mal in den Play Store. Und ja, ihr seht, ich habe gerade mal nach Christmas-Sachen gesucht. Aber dafür braucht man ihr nämlich den Block Launcher. So, den haben wir jetzt hier auch schon gleich. Und ihr seht hier, ich habe ihn jetzt installiert, das ist die Pro-Version. Natürlich könnt ihr auch die kostenlose Version nehmen, das ist genauso gut, das ist nur gerade halt ein bisschen Werbung. Ja, was man mit diesem Block Launcher machen kann, das ist eigentlich ganz interessant. Wir öffnen den jetzt mal hier. Bei mir sind zum Beispiel jetzt mal schon installiert, ich werde keinen in die Beschreibung setzen. Bei mir sieht jetzt ein Standard aus, es gibt einen Standard-Mod, den man hat. So, ihr habt hier normalerweise in der Mitte oben einen kleinen Werkzeug, das kann ich euch auch gerade zeigen. Und zwar habe ich hier, ich zeige Position, In-Game Manager, versteckter Button. So, normalerweise habt ihr nämlich hier in der Mitte so einen Button, wie ihr ihn jetzt hier seht, wenn ich auf Back gehe. Da seht ihr ihn. So, auf den klickt ihr drauf und geht dann auf Launcher-Erstellung. Den Rest interessiert uns erstmal nicht. So, jetzt könnt ihr zum Beispiel hier Texture-Paket anschalten und könnt euch dann ein Texture-Paket mit auswählen. Und dann downloadet ihr euch halt eins, ist ja klar. Und dann seht ihr hier ganz viele Schwächen. Bei mir ist es jetzt Shader. So, jetzt nehme ich zum Beispiel Shader Zip, denn den habe ich jetzt drin. So, dann ist der drin. So, wenn ihr dann einen Mod habt, dann sucht ihr natürlich nach, jetzt hier aktiviere Mod.pe Script Support. Geht darauf und wählt euch einen Mod auf. Wir nehmen jetzt einfach mal den Too Many Items Mod. So. Ja, dann geht ihr eigentlich wieder raus. Ihr müsst natürlich auf On stellen alles, was ihr haben wollt. Hier könnt ihr noch einen Skin einfügen. Ja, sicherer Modus ist wohl nicht so schwer, da sind keine Mods mehr drin, verwalte Patches, verwalte Add-ons. So, dann geht ihr auch zurück und wenn ihr diesen Button hier oben in der Mitte nicht haben wollt übrigens, dann geht ihr hier unten auf versteckter Patch-Manager-Button und dann geht ihr zurück. So, jetzt kann ich hier auch ganz normal auf Play drücken, jetzt seht ihr hier zum Beispiel mit den ganzen Dingsons, dann gehen wir hier auf irgendwas, zum Beispiel hier auf Ordentime, weil es mir gerade so eingefallen ist. So, ja, hier mal. Jetzt seht ihr, ich habe jetzt zum Beispiel schon einen Texture-Pack drin, was auch sehr gut lädt. Ne, auf Flipwelt funktioniert man einfach nicht. Ja, gehen wir auch weiter auf Titel. Machen wir auch eine neue Welt. So. Jetzt seht ihr, ich habe einen Trailer drin, wie ihr hier seht. Und habe natürlich hier unten mein, ja, Menü. Jetzt seht ihr hier, das ist jetzt natürlich auch eine andere Sprache. Kann ich hier auch auf Survival stellen und auf Kreativ. Hier seht ihr im Hintergrund. Oder wie hier, Ride an Animal. Kann ich auch ein Tier reiten, wenn wir das finden. Geht ja normalerweise nicht. So, reiten. Dann mach holen wir uns schnell eins. Ja, das ist sehr praktisch, wenn man Leute sozusagen verarschen will. Jetzt können wir zum Beispiel hier einen Villager oder im Online-Modus könnt ihr dann sogar. Jetzt könnt ihr einfach auf diesen Villager reiten. Ja. So, das ist nämlich von diesen Too Many Items zum Beispiel jetzt ein Feature, was ihr habt. Das ist natürlich nicht generell immer dabei. Ihr lasst jetzt von uns hier durch die Gegend. Und ja, gleich wird vielleicht eventuell noch ein Video kommen, wie man aufnimmt. Und das werde ich euch dann auch noch zeigen. Da sehen wir uns dann eventuell gleich wieder. Aber so viel dazu, wie man einen Mod bzw. ein Texture-Paket in Minecraft PE installiert. Da ich das auch schon mal gefragt worden bin und ich dazu einfach mal ein Video machen wollte. Bis dann, von mir aus, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.